In diesem Video geht es ums Überarbeiten von Texten, also der vierten Stufe im Schreibprozess. Vielleicht kennen Sie ja das Gefühl, Sie haben einen Text nach der Abgabe nochmal durchgelesen und sind irgendwie so ein bisschen unzufrieden. Sie können nicht genau sagen, was das Problem ist, aber irgendwie denken Sie, der Text hätte schon besser sein können. Und eigentlich ist dieses Gefühl gar nicht so schlecht, denn es ist die Voraussetzung dafür, dass Sie überhaupt überarbeiten können. Aber natürlich wäre es besser, den Text schon vor der Abgabe etwas zu verbessern. Die Methode, die ich Ihnen dafür in diesem Video vorstellen möchte, nennt sich Reverse Outlining, also so etwas wie Rückwärtsgliedern. Und weil es ums Überarbeiten geht, brauchen Sie natürlich Ihre Rohfassung, ein leeres Blatt Papier und wie immer etwas zu schreiben. So, nehmen Sie erst einmal Ihre Rohfassung und nummerieren Sie die Absätze durch. Ich mache das hier einfach in einer Word-Datei, indem ich alle Absätze markiere und dann hier oben auf Nummerierung klicke. Falls Sie an einem längeren Text arbeiten, sollten Sie diese Methode übrigens Kapitel für Kapitel durchführen, nicht alles auf einmal, sonst wären das zu viele Absätze. Ich würde sagen, etwa 10 Absätze sind das Maximum, vielleicht 3 Seiten einer Hausarbeit können Sie mit dieser Methode auf einmal bearbeiten. Nehmen Sie jetzt das leere Blatt oder öffnen Sie wie ich hier ein neues Dokument und legen Sie es neben Ihre Rohfassung. Unter Mac kann ich das mit einem Klick auf diesen Button hier tun. Unter Windows können Sie die Fenster einfach nebeneinander schieben. Lesen Sie sich jetzt zuerst einmal den ersten Absatz der Rohfassung durch und überlegen Sie sich, was die Leitidee ist, die Sie darin ausdrücken. Bei mir steht zum Beispiel der Gedanke im Vordergrund, dass Schreiben auch außerhalb der Universität eine nützliche Fähigkeit ist. Diesen Gedanken schreibe ich jetzt hier im nebenliegenden Dokument auf und nummeriere ihn. Anschließend wenden Sie diese Technik Absatz für Absatz an. Also überlegen Sie sich für jeden Absatz, was der Leitgedanke ist, den Sie darin ausdrücken. Falls es Ihnen schwerfällt, einen zentralen Gedanken zu finden, überlegen Sie sich, was die Schlüsselbegriffe in dem Absatz sind und was dort mit Ihnen geschieht. Schlüsselbegriffe sind die Wörter, die in Ihrem Text immer wieder vorkommen, weil sie wichtig für Ihr Thema sind. Die Leitideen müssen übrigens auch nicht immer Aussagen sein. Absätze können wie bei mir hier auch Fragen aufwerfen, Quellen zusammenfassen oder Forderungen stellen. Ganz wichtig an dieser Übung ist nur, dass Sie wirklich ehrlich mit Ihrem Text umgehen. Das heißt, Sie sollten nicht aufschreiben, was Sie gerne im Text stehen hätten, sondern was tatsächlich drin steht. Dafür können Sie sich auch überlegen, was zum Beispiel Freundinnen oder Kommilitonen sagen würden, was in diesem Absatz drin steht, wenn Sie ihn lesen würden. Die fertige Gliederung können Sie jetzt benutzen, um Ihren Text zu analysieren. Hier bei mir zum Beispiel sieht man, dass in fast jedem Satz dieser Begriff wissenschaftliches Schreiben vorkommt. Nur im ersten Satz nicht. Da ist nur davon die Rede, dass Schreiben allgemein wichtig ist. Das sagt mir, dass ich in diesem Satz noch etwas ändern muss, um einen Zusammenhang mit den restlichen Sätzen herzustellen. Zum Beispiel so. Mit dieser Änderung auf der Ebene der Gliederung habe ich jetzt einen Hinweis dafür, wie ich in meiner Rohfassung den Absatz umschreiben muss, damit er besser zum Rest des Kapitels passt. Hier in dem Beispiel sollte ich also versuchen, den Absatz so zu ändern, dass darin erklärt wird, inwiefern die Fähigkeiten des wissenschaftlichen Schreibens auch außerhalb der Uni wichtig sind. So, anschließend geht's wieder zurück zur Gliederung, um nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu schauen. Vielleicht fällt Ihnen zum Beispiel auf, dass die Reihenfolge der Absätze nicht ganz schlüssig ist. Zum Beispiel, dass ein wichtiger Begriff erst erklärt wird, nachdem Sie ihn bereits benutzt haben. Oder wie bei mir hier, dass bestimmte Ideen doppelt auftauchen. Das bedeutet fürs Überarbeiten, dass Sie die Reihenfolge der Absätze ändern müssen und vielleicht sogar ganze Absätze streichen müssen. Ich versuche hier die Doppelung zu vermeiden, indem ich die beiden Absätze kombiniere und unnötige Wiederholungen rausstreiche.
Was bei dieser Übung auch fast immer passiert, und das merkt man schon beim Schreiben der Gliederung, ist, dass sich manche Absätze einfach nicht auf eine Kernidee reduzieren lassen. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass der Absatz eigentlich mehrere Ideen enthält. Das sollte nicht der Fall sein, und um es zu verbessern, teilt man die Absätze einfach auf. Man muss die neu entstandenen Sätze dann natürlich noch ein bisschen ausbauen, aber gerade das macht den Text am Ende verständlicher. Indem Sie am Rande erwähnte Ideen genauer erklären, helfen Sie Lesenden dabei, ihren Gedankenfluss nachzuvollziehen. Bei mir ist zum Beispiel aus einem einzelnen Satz, der im ursprünglichen Text ziemlich nebensächlich erschien, ein ganzer Absatz entstanden. Und erst durch diese Erklärung wird überhaupt verständlich, warum ich den Punkt überhaupt erwähnt hatte. Abschließend müssen dann noch Übergänge zwischen den neu entstandenen Absätzen formuliert werden, sonst klingt der Text möglicherweise abgehackter als vorher. Das gilt übrigens für fast jede Veränderung beim Reverse Outlining, deshalb kann es auch sinnvoll sein, Übergänge erst ganz zum Schluss zu ergänzen. Zu guter Letzt prüfe ich noch, ob mein Text einen roten Faden besitzt, indem ich mir die fünf Sätze einen nach dem anderen durchlese. Mal schauen. Der erste Satz begründet die Wichtigkeit des Themas, der zweite knüpft daran mit einer Frage an und Absatz 3 und 4 beantworten diese Frage. Bis dahin ist das ein flüssiger Gedankengang, nur der letzte Satz wirkt jetzt ein bisschen willkürlich. Wenn ich mir das so recht überlege, liegt das daran, dass er eigentlich eine sehr ähnliche Funktion erfüllt wie der erste Satz. Es geht auch hier nochmal um die Wichtigkeit des Themas. Eine mögliche Lösung wäre deshalb, den Text nochmal umzustrukturieren und den letzten Absatz weiter nach vorne zu stellen. Es könnte aber auch sinnvoll sein, mit einem ganz anderen Satz an den bestehenden Textfluss anzuknüpfen. Zum Beispiel so. Damit wäre eine neue Frage aufgeworfen, zu der ich jetzt erstmal weitere Recherche betreiben und dann neue Textteile schreiben müsste. Aber wenn Sie die Zeit dafür einplanen, dann ist gerade so etwas ein ganz wichtiges Ergebnis dieser Technik. Durch das Lesen und Neuschreiben Ihres Textes entwickeln Sie dann Ihre Ideen weiter. Und genau dieses Vorgehen zeichnet erfahrene Autorinnen und Autoren aus. Fassen wir noch einmal zusammen, was Sie mit der Reverse Outline herausfinden können. Besitzt Ihr Text einen roten Faden? Bauen Ihre Ideen logisch aufeinander auf? Gibt es Absätze mit zu viel oder zu wenig Ideen? Wenn Sie Ihren Text auf diese Aspekte geprüft und überarbeitet haben, werden Sie die Struktur und Verständlichkeit ganz sicher verbessert haben.